Hallo, herzlich willkommen in CISMAs Naturkundemuseum im Haus der Natur. Mein Name ist Volbert Wiese und das Haus der Natur ist ein privates Museum, das heißt, es ist das Museum von meiner Familie und mir. Wir stellen jetzt seit 30 Jahren viele heimische und exotische Ausstellungsstücke aus der Natur vor. Wir werden uns gleich mal ein bisschen umsehen. Angefangen hat es damit, dass meine Eltern mir mal erklärt haben, was mir begegnet ist in der Natur. Das heißt, ich habe das große Glück gehabt, schon als kleiner Junge immer gezeigt zu bekommen, was für Tiere und Pflanzen mich umgeben haben. Und das erste Stück, was ich gefunden habe, habe ich jetzt gerade mal aus der Vitrine geholt. Das ist gar nicht so aufregend. Das ist eine versteinerte Auster. Sie ist ja 200 Meter von hier auf einem Waldweg von mir damals aufgesammelt worden und ich war da 5. Ja, und wie das bei Kindern und Jugendlichen ist, ich habe das dann in meinem Zimmer aufbewahrt, hin und her und in Kästen und Schachteln und es war relativ unordentlich und irgendwann kriegte ich die sehr deutliche Ansage, entweder wir sortieren das jetzt ordentlich oder das ganze Zeug kommt weg. Wir haben uns dann für ordentlich sortieren entschieden und ich kriegte das Esszimmer und durfte das ausstatten. Und irgendwann hat Mutter dann mal 1979 die Tür aufgemacht zum Lüften und die Gäste kamen dann und sagten, hey, was habt ihr da Tolles? Können wir das nicht anschauen? Daraus hat sich dann ja das jetzige Haus der Natur ergeben, durch ganz viel Wachsen und inzwischen vor 15 Jahren sind wir jetzt umgezogen in dieses Gebäude, also den ehemaligen Lindenhof, eine alte Gaststätte, 1880 ursprünglich gebaut, hier in Cisma im Dorf. Es war zwischendurch dann eine Ruine und wir haben das umbauen können. Wir haben eine repräsentative Ausstellung von Bernsteineinschlüssen hier, sodass man da auch selber ein bisschen forschen kann, zum Beispiel an einem kleinen Mikroskop selbst Bernsteineinschlüsse in einer Drehvitrine untersuchen. Wir können also selber mal schauen, welche Lebewesen vor 40 oder 50 Millionen Jahren in dem Baumharz, in dem klebrigen, hängen geblieben sind. Wenn wir in der Eingangshalle starten, können wir hier schon viele hundert Millionen Jahre Erdgeschichte verfolgen, zum Beispiel bei diesen heimischen Trilobiten oder bei diesem ganz jungen Fossil bei einem Mammutzahn. Die Schnecken- und Muschelausstellung ist die größte zu diesem Thema hier in Deutschland. Wir haben etwa 4.500 Arten von Schnecken und Muscheln in der Ausstellung. Wie viele Exemplare wir in unserem Museum haben, können wir nicht ganz genau sagen. Also in den Schubladen im wissenschaftlichen Teil der Sammlung schätze ich ungefähr 8 bis 10 Millionen Schnecken und Muscheln ungefähr. Hier sind wir bei den beiden Giganten aus dem Reich der Schnecken und Muscheln im Hauptteil des Museums, also im Hauptteil vom Haus der Natur in Cisma, was sich ja auf die Weichtiere, auf die Schnecken und Muscheln spezialisiert hat. Und von diesem zweitgrößten Tierstamm, von dem es 120.000 verschiedene Arten gibt, haben wir hier jetzt Riesenschnecken und Riesenmuscheln, also die beiden größten Vertreter der beiden größten Klassen. Das hier ist eine Riesenschnecke aus Australien, fast 70 cm groß dieses Gehäuse. Die Australier haben sie früher als Wasserbehälter benutzt, also so wie wir die Eimer hier haben, einfach zum Wassertransport. In dieses Gehäuse passt auch mehr rein als 10 Liter. Diese Gruppe ist besonders interessant. Es sind Trägerschnecken, die sich leere Gehäuse von Schnecken oder Muscheln oder Steine an ihr eigenes Gehäuse ankleben. Sie machen das, um sich in den großen Wassertiefen, in denen sie leben, gegen Fressfeinde zu tarnen und damit sie nicht einsinken auf dem weichen Boden, denn die leben auf weichem Schlamm. An mehreren Stellen hier in der Ausstellung kann man sich auch ein bisschen erholen von den vielen Informationen. Wir haben mehrere Spielstationen. Hier gibt es zum Beispiel ein Kalahar-Spiel, also ein Strategie-Legespiel, was eigentlich ursprünglich aus Afrika stammt, in diesem Fall aus Ostafrika. Die Kinder haben es im Sand gespielt und die haben Cowries, die kleinen Geld-Cowries, die als Geld benutzt wurden, benutzt, um sie als Spielsteine für dieses Spiel zu verwenden. Wir sind jetzt hier bei einer der Vitrinen von Porzellanschnecken oder Cowries.
Sie sind besonders schön mit ihrem glatten und glänzenden Gehäuse und bei Sammlern genauso beliebt wie bei einfach nur Fans von Schnecken und Muscheln. Interessant bei denen ist natürlich ihre kulturhistorische Bedeutung. Dies zum Beispiel ist die Häuptlingsschnecke von den Salomonen oder von den Fidschi-Inseln. Nur die obersten Häuptlinge, also die, die eine ganze Insel beherrschten, durften diese Schnecke tragen als Rangabzeichen. Als Orangenporzellanschnecke oder Golden Cowrie ist sie auch bei Sammlern sehr bekannt und beliebt. Wenn Ihnen unser kleiner Rundgang durch das Haus der Natur in Sisma Spaß gemacht hat, dann würde ich mich natürlich ganz besonders freuen, Ihnen das in unseren 11 Ausstellungsräumen mit 500 Quadratmeter Ausstellung auch ganz persönlich zeigen zu können. Wir freuen uns auf Sie.